Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Timberborn. So, noch ist Tag. Vollkommen ungewohnt hier bei mir, dass ich viel starte und es ist mal heller Tag. Wahrscheinlich nicht mal allzu lange, aber egal. Was haben wir denn? Wir haben den 10. Tag des 12. Zyklus. Da kann es nicht mehr allzu weit dauern, bis hier der entsprechende nächste Ärger im Haus vor der Tür steht. Ich wollte gerade mal schauen. Sieht man das jetzt hier mit diesem 3D-Wasser? Ich glaube so ein bisschen. Also dieses Fließen ist ein bisschen anders. Kann mich aber auch täuschen. So, naja, auf jeden Fall, da tut sich ein bisschen was. So, oh Moment, wie sieht es jetzt hier aus? Wurde das? Nee, das wurde noch nie weggeräumt. Das wäre auch ein bisschen sehr schnell. So, das sieht ganz gut aus. Hier läuft es ganz normal weiter. Und dann würde ich sagen, das feiere ich. Gehen wir doch hier auf die alte Höhe wieder. 1,5. Oh. Das feiere ich, dass das jetzt so diese... diesen 5er-Schritten vorangeht. Huch. Ja, die haben wieder... Es weht mal wieder kein Wind. Und da ist da jetzt im Augenblick keine Energie. Da müssen wir durch. So, Kartoffeln. Ah, da tut sich auch wieder ein bisschen was. Sehr schön. Die werden geerntet. Wo sind die denn da so rum? Ja, egal. Sehen Sie nicht putzig aus? Das ist doch nicht wahr. Das ist eigentlich echt geil. Das würde ich sagen. Ich habe immer gesagt, so irgendwie, hä, warum Biber? Aber man könnte auch eigentlich hier Menschen rumlaufen lassen. So, aber es ist einfach immer wieder schön, sich diese putzigen Kerlchen anzuschauen, ne, wie sie da irgendwie Sachen durch die Gegend schleppen oder irgendwelche anderen Tätigkeiten verrichten und so. Oder sei es auch nur, wenn sie da irgendwo in der Hängematte rumhängen. Ne. Ist auch cool. Ja, macht aber leider im Augenblick keiner. Ja, das ist so eine der wenigen Deko-Geschichten, die dann so wirklich gebraucht werden. Und sei es auch nur kurz. So, da fitscht so ein Kleiner rum. Apropos Kleiner, wie sieht's aus? Hat sich da ein bisschen was getan? Ich glaube nicht, ne? Das ist noch nicht allzu lange her. Oh, doch. Wir haben jetzt drei erwachsene Biber. Dafür, dass wir einen verloren hatten und da jemand eingesprungen ist, sind jetzt zwei weitere erwachsen geworden. Und wir haben jetzt drei Leute oder drei Biber zusätzlich hier zur Verfügung. Wie sieht es hier aus? Da sind sogar vier jetzt im Augenblick. Oh, das ist cool. Moment. Ja, dadurch, dass ich den einen da jetzt entbehren konnte. Ja, das ist auch die Frage. Was machen wir? Gut, nahrungstechnisch sieht das hier ganz gut aus. Ich würde sogar sagen, Moment mal. Die sind voll, das ist so gut wie voll. Hier ist auf Anpflanzen der Fokus, da auf Ernten, das ist cool. Ich würde sogar sagen... Oh, da gibt es aber noch Kapazitäten, die da frei sind, sehe ich gerade. Ich wollte gerade sagen, weiteres mittleres Lagerhaus hier hinzusetzen, aber solange das nicht voll ist, komplett, bringt das wenig. Da müssen wir erstmal abwarten. Warum bin ich denn hier im Pausenmodus? Moment mal. Ganz im Gegenteil, es ist dunkel. Würde ich mal hier sagen, wir machen mal hier den Speedy Gonzales wieder an. So, Bären werden geliefert, das soll ja auch so sein. Da wurden ganz viele Kinder geboren. Oh, jetzt geht es aber hier erstmal mit normaler Geschwindigkeit weiter. Moment. Hier haben wir drei Jungtiere, okay, vier Erwachsene, davon, also vier arbeitslose Erwachsene. Hier haben wir 17 Jungtiere. Oha, da haben wir drei, wie gesagt, die momentan so ein bisschen in die Röhre gucken.
Und hier dürfte sich noch nicht allzu viel getan haben. Ja, ich gucke mir in die falsche Richtung. Da oben ist es. Ich weiß nicht, warum ich mir das nicht merken kann. Ich gucke automatisch immer hier dieses andere Fenster. Dass ich das einmal falsch selber eingebläut hat, sozusagen. Ich würde den ganz gerne noch ein Lagerfeuer spendieren. Wo haben wir es denn hier wohlbefinden? Dachterrasse haben wir. Da ist das Lagerfeuer. Frage, wo setze ich denn das jetzt am besten hin? Ja, warum eigentlich nicht? Wobei, dadurch würde ich den Weg hier so ein bisschen verbauen. Das mag ich weniger. Dann. Moment. Und dann vielleicht hier so hin. Oder gibt es da noch eine bessere Möglichkeit? Ich bin so ein bisschen unschlüssig. Komm ich dazu? Hier passt es leider nicht rein. Wobei. Ja, theoretisch könnte man das machen. Moment mal. Einen Moment. Oh. Augenblick. Das noch ganz kurz. Doch, das würde gehen. Ich mach das da mit dem Weg anders. Fahrt. Geht das nicht? Ach, wegen den Bäumen. Sind im Weg. Landus, du bist wieder so was von schlau. Das gibt's gar nicht. So. Also direkt weg. Kann ich noch nicht machen. Komm mal zu der Geiz. Was ist das da unten? Da unten hin? Deko. Ja, da nicht die Wohlbefinden. So. Wir setzen das hier unten einfach hin. Moment, rotier. Da. Oder hier ist im Prinzip egal. Moment. Ne. Ich setze das mal da so hin für dich. So. Dann haben die A hier ein bisschen was zu tun. Und das Wohlbefinden steigert sich. Hoffe ich. Ist auch nicht verkehrt. Kann ich sonst noch was für die lieben Kleinen tun? Die haben ein Krankenbett, aber noch kein Schleifstein. Warum habe ich den noch nicht gebaut? Was war denn da die Überlegung? Hierhin? Ja, ich sagen. So. Da haben sie zwei Sachen. Also, da können sie sich schon mal ein bisschen mit beschäftigen. Das ist nicht verkehrt. Nahrung ist auf dem Weg. Okay. Sind aber gut versorgt. Noch. Geht schon. Okay. Nahrungsversorgung ist in Ordnung. Material wird geliefert. Es wird häufig gearbeitet. Hier sieht soweit auch alles okay aus. Die Wasserversorgung steht. Wasserversorgung war der, das ist das Stichwort. Da kommen wir wieder hier zu. Ja, hätte ich jetzt fast vergessen. Eine Wasserpumpe. Da würde ich aber erstmal eine kleine bauen. Die würde ich sogar hinkriegen. Das ist cool. Moment. Augenblick. So. Da brauche ich ein bisschen Fahrt. So, das da weg. Passt. Sehr schön. Warum wird das da nicht weggeräumt? Wo war es jetzt? Hallo? Ach, für die Briten haben sie keinen Stauraum. Mal wieder.
Okay. Bei der Gelegenheit brauchen die irgendetwas. Jetzt mal von der Wasserpumpe abgesehen, wo entsprechende Bretter benötigt werden. Die braucht sowieso nur Hochholz. Ja. Was kann ich denen noch Gutes irgendwie tun? Wir haben zwei Dachterrassen, ein Lagerfeuer. Wohlbefinden, warte mal, Krankenbett. Haben sie, die sind auch vorhanden. Wie sieht das hier mit Schleifstein oder so aus? Ist auch da. Also die notwendigsten Dinge sind vorhanden. Dusche ist jetzt natürlich so ein Problem. Wobei, was heißt natürlich? Rein theoretisch müsste es doch möglich sein, hier auch Duschen hinzusetzen. Dusche. Und dann muss ich wieder schauen. Dreh, dreh, dreh. Also ich will hier locker. Doch gehen, ne? Ja. Zwei Duschen hinkriegen. Na. So und so. Was braucht man dafür? Die brauchen jeweils ein Brett. Und 10 ganz normales Holz. Sehr schön. Dann schauen wir mal, wie sich das jetzt hier so weiterentwickeln wird. Hm. Ein bisschen irritiert, also ja gut, hier haben wir noch jede Menge Karotten, die abgeerntet werden können. Ja, die sind alle beide voll besetzt. Ja, es ist wie immer, ne? Also diese Versorgung, wenn die Biber sich versorgen mit Nahrung, dann gehen die natürlich erst in die Bauernhäuser, greifen da nach den entsprechenden Nahrungsmitteln, bevor die halt ins Lager gehen. Ich meine, das wäre so. Ja, genau wie hier, ne? Die Sachen erstmal hier eingelagert werden, bevor sie dahin wandern. Und ich überlege gerade, ob das Feld vielleicht ein bisschen zu groß ist für unsere lieben Kleinen. Und ich vielleicht noch ein weiteres Bauernhaus hier brauche. Ist doch vielleicht ein bisschen zu gut gemeint. Weil hier sehr viele Karotten sind, die sind können geerntet werden. Ja, wir sind fertig. Aber die schaffen das wohl nicht so ganz. Habe ich so den Eindruck. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, die einen machen genau das, was sie machen sollen. Die sind schon einfach dabei, wieder neu anzupflanzen. Da, wo die Sachen abgeerntet wurden. Ich muss das mal im Auge behalten. Also gegebenenfalls brauche ich hier tatsächlich noch ein weiteres Bauernhaus, wo die Leute sich schwerpunktmäßig ums Ernten, also Abernten kümmern. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die kommen nicht nach. Das muss ich im Auge behalten. So, hier wird jetzt Wasser gepumpt. Da können die lieben kleinen Biber jetzt die Dusche benutzen. Ich überlege gerade. Hm. Ich hätte gerade selber den Weg verbaut. Moment.
glaube, es ist vertretbar. Ich dann hier hingehe und sage, irgendwie das Teil wird weg. Es wird uns nicht das Genick brechen. Auch wenn dadurch hier, ne, das schöne Rechteck zerstört wird, aber nun gut. Ich würde auch ganz gerne hier die Möglichkeit haben, hier den Weg weiter zu, also hier die Fläche zu erreichen und so. Von daher. Und da geht's aber eifrig ab. Da geht's eifrig ab. Da wird der Hammer geschwungen. Die Brausen werden hier schon sehr dankbar angenommen. Die Duschen vielmehr. So, was hier schon mal so, damit man halt weiß, ne, was hier Sache ist. Hier schon mal so ein bisschen Weg hin. Dass man auch in dieses Gebiet kommt, sofern erforderlich. Und sei es auch nur, wenn um hier noch weitere Duschen irgendwie anzubringen oder andere Sachen. So ein Schwimmbad. Würde das hier gehen? Schauen wir mal. Apropos Schwimmbad, das wird wieder benutzt, das ist cool. Sehr schön. Okay, kann ich hier wieder ein bisschen was machen? Wie viele Leute haben wir? 8. Dann würde ich ganz gerne hier schon mal so ein bisschen ganz vorsichtig wieder Personal aufstocken. So. Sie müsste jetzt noch, genau, noch 5 jetzt übrig haben. Das ist schon mal nicht verkehrt. Die bleiben auch erst einmal. Beziehungsweise, wie sieht es hier aus? Ich gucke wieder. Nee. Das muss ich anders machen. Augenblick. Bevölkerung migrieren. Da würde ich. Feldhausen. Moment. Nee. Flussdorf nach Eisenhausen ist richtig, genau. Ein Erwachsenen. Oh. Genau, da haben wir jetzt hier 4. Das passt. Und jetzt müsste hier einer mehr sein. Okay, vielleicht ist er noch unterwegs. Da ist ja jemand verstorben und ich habe das jetzt nur kompensiert. Weil hier immer noch kein Arbeitsloser auftaucht. Okay. Moment, Moment, Moment. Wir warten die Nacht ab. So, warte mal. Erwachsen geworden, erwachsen geworden, erwachsen geworden. Jemand wurde geboren. Sterbefälle sehe ich jetzt hier aber keine. So, ja, also, ach, das ist Quellhausen. Moment. Jetzt gerade falsch gemacht. Das wäre sehr peinlich. Ins falsche Dorf geschickt. Na gut. Eisenhausen nach Quellhausen. So, jetzt aber. Hat mir irgendwie den falschen erwischt gehabt. Aber wieder voll konzentriert bei der Sache. Ich und Namen. So, jetzt aber. Ja, jetzt sind es 5. Das ist auch richtig, aber ich habe immer noch keine freien. Oder meint er deswegen hier? Guck, der ist aber so irritiert, weil das, ne, ich würde die Stelle ganz gerne besetzen. Müsste doch jetzt eigentlich gehen. Zwei angestellt. Gut. Jetzt Seite da.
Nee. So ist das nicht. Ach, deswegen. Ich muss hier auf. Nee. 2 ist schon richtig. So. Daher die ganze Verwirrung. 2. Ja. Hier 2. Macht 4. Ah, okay. Alles klar. Ist noch nicht auf, nur noch nicht am Posten, aber das geht jetzt. Sehr cool. Habe ich hier die entsprechenden Sachen markiert? Jo. Und jetzt geht's hier ab. So, das heißt, die haben jetzt demnächst ihre eigene Holzversorgung. Ich überlege gerade, ob es vielleicht Sinn macht, hier so ein großes einen großen Stapel anzubringen, aufzubauen, statt nur diese kleine Geschichte hier jetzt für die Versorgung zu haben. Denn hier ist ja noch jede Menge Holz vorhanden. Und zur Not könnte ich ja noch hier entsprechendes Holz importieren, also die Versorgung ist auf jeden Fall gegeben. Nur eigenes Anbauen, also eine eigene Bäume hier entsprechend anpflanzen und so, das geht zumindest noch nicht. Jo, okay. Gut. Ich behalte das mal im Hinterkopf mit dieser Geschichte. So langsam also, aber sicher berappelt sich hier die Bevölkerung wieder. Was ganz gut ist. Cool. Also hier die Versorgung ist nach wie vor gesichert. Ja, auch im Bereich der Kartoffeln, der gegrillten Kartoffeln. Da haben wir so ein bisschen was auf Reserve. Immerhin. Mehr wäre natürlich schön. Aber da brauche ich mehr Felder. Oder größere Felder. Das hier ein bisschen verzwickt. So, okay, das läuft. Und ich sehe hier. Das ist jetzt voll. Die sind auch voll. Gut, das mache ich eben noch. Da kommt ein mittleres Lagerhaus hin. Einen Moment. Mittleres Lagerhaus. Das würde ich dann. Moment mal. Geht das nicht? Einen Augenblick mal. Glaube ich dann auch da ein bisschen. Da war ich nicht weitsichtig genug. Da habe ich jetzt hier auch leider alles verbaut. Beziehungsweise. Wir machen das mal ganz anders. So viel Zeit muss sein. Augenblick. Da mache ich einmal. Das wäre dumm, das jetzt so zu machen. Das so. Das kommt weg. Und dann setze ich hier eine Leiter hin. Okay. Die mit etwas Eile das Ganze. So. Dann brauchen wir natürlich Weg. Kann ich jetzt fragen, was macht der verstrahlte alte Mann da? Ich bin mir da selber noch nicht ganz sicher, ob das, was ich hier mache, jetzt halbwegs vernünftig ist. Aber ich will einfach mal Sachen ausprobieren. Sowas muss ja auch mal erlaubt sein. So. Denn hier und da. Toll, handlos. Ganz, ganz super. Du bist sowas von clever. Solltest vielleicht mal erst gucken, bevor du irgendwas baust. So. Mann. Okay, also. Hier und da, ist das richtig?
Ja, aber zu hoch. Nee, Moment. Umblick. Ich muss kurz mal überlegen. Doch, das ist zu hoch. Das ist viel zu hoch. Mann. Keine Konzentration im Augenblick. Das ist nicht so gut. Wenn man Dinge dann so auf die Schnelle noch irgendwann mal so eben schnell noch machen will, das geht meistens in die Hose. Lagerhaus, mittleres. Ne? Ich habe nochmal geguckt, bevor ich jetzt hier ja ne, vollkommen Dinge verbasel. So. Na also, geht doch. Und dann brauche ich jetzt natürlich hier noch einen Pfad, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann erzähle ich denen noch die... Weil das ist natürlich jetzt auch ein bisschen, ich glaube nicht so clever, was ich hier gerade gemacht habe. Kann das sein? Weil die Wege sind ja jetzt viel zu lang. Ich wollte clever was Tolles machen, aber, nee. Das geht so nicht. Das muss ich schnell wieder abreißen. Sorry. War die Idee vielleicht gar nicht mal jetzt nicht so ganz so dumm, aber nee, das geht so nicht. Gottes Willen. Plattform, kriege ich die. Okay, hier ist nicht weg, weil der Vater jetzt da eingezeichnet ist, ne? Ah, alles klar. Fahrt weg. Auch hier, Fahrt weg. Ja. Ja, so Dinge, die so aus der Schnelle heraus überlegt wurden, angedacht wurden, wie auch immer, dann wird meistens nichts. So, mittleres Lagerhaus kommt auf jeden Fall dahin, aber so rum, notgedrungenerweise. Und dann brauche ich hier trotzdem, Moment, so eine Plattform, eine Leiter, zumindest erstmal eine. Und dann natürlich Fahrt. Mal hier, mal da. So, das ist wesentlich besser. Das ist wesentlich effektiver. Sind die Wege entsprechend kürzer. Das kann man machen. Das andere war so, naja. War mehr so von dieser Idee dann begeistert, als dass es wirklich nutzbringend gewesen wäre. Gut. Nochmal gerettet. Im letzten Augenblick. So. Ja, vielen lieben Dank für euer Dabeisein, für dein Dabeisein natürlich auch vielen lieben Dank. Seht es mir nach, wenn ich manchmal so Sachen so aus so Schnelle heraus mir dann überlege und dann erst beim Bauen feststelle. Noch nicht so gut. Kann schon mal passieren. So. Aber, ne, wer nichts wagt, der nicht gewinnt oder so. Wie war das? Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Geduld, für eure Interesse und für eure Unterstützung hier bei mir auf meinem Kanal und hier bei Timberborn. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Nutzt und genießt die Zeit.